Ja, herzlich willkommen zum Chirurgie-Simulator. Du wolltest doch bestimmt schon immer mal wissen, wie es in einem OP-Saal aussieht. Ja, ich glaube, das Spiel ist schon ein bisschen veraltet, das gab es ja schon länger. Wir können starten mit Tutorial, Operationen machen, Freispiele, Highscore, Lexikon, wenn wir uns ansehen, einstellen. Da werden wir das mal hin switchen. Dann machen wir diese blöde Musik hier aus. Dann machen wir den Schwierigkeitsgrad, den lassen wir auf normal. Und die Hilfe immer anzeigen, da ich das Spiel überhaupt noch gar nicht kenne. Gut, dann, wenn man hier sieht, im Tutorial macht man nicht gerade großartig viel. Im Tutorial lernen Sie einige grundlegende Schritte, die Sie später in den Operationen benötigen. Sie müssen das Tutorial zuerst durchgespielt haben, bevor Sie mit den Operationen beginnen können. Na klar, man muss ja auch als Arzt erstmal auf eine Uni und studieren, um überhaupt Arzt zu werden. Ne? Das ist auch wieder so eine Sache. Und Chirurg ist es auch. Willkommen beim Chirurgie-Simulator. Das Tutorial erklärt Ihnen die wichtigsten Funktionen und führt Sie schrittweise durch einige der Aufgaben. Tut mir leid, dass ich jetzt ein bisschen stotter. So. Also, führt Sie durch einige der Aufgaben, die Sie im Verlauf der Simulation erwarten. Bitte schließen Sie nun dieses Fenster und folgen Sie den Anweisungen, die im unteren Bereich des Bildschirms eingeblendet werden. Schließen. Wenn Sie die rechte Maustaste gedrückt halten und die Maus bewegen, können Sie sich im Operationssaal umsehen. Mit dem Mausrad können Sie näher heranzoomen. Zusätzlich stehen Ihnen 4 verschiedene Kameraperspektiven zur Verfügung. Klicken Sie mit der Maus auf die Kameraschaltfläche und probieren Sie alle Kameras in Ruhe aus. Zwischen den Kameras können Sie auch mit den Tasten F5 und F8 bis F8 umschalten. Man sieht, hier liegt einer. Und wir sollen uns alle Kameraperspektiven umschauen. Wie war das? F5 bis F8. Also F6 ist das hier, F7 das. Und F8 ist die hier. Oh, das wird interessant. Ich hoffe, hier ist jetzt niemand im... Ja. Haben Sie schon bemerkt, dass einige Objekte im OP-Saal hervorgehoben werden? Wenn Sie den Mauszeiger darüber bewegen, klicken Sie nun bitte auf die OP-Schwester oder auf die Schaltfläche mit dem Fragezeichen am linken Bildschirmrand. Alternativ können Sie auch die Taste F1 drücken, um Hilfe zu öffnen. Hier finden Sie während des Spiels Informationen über die zu erledigen Arbeitsschritte. Bitte folgen Sie jetzt den Anweisungen auf dem unteren Bildschirmbereich, um das Tutorial abzuschließen. Klicken Sie nun bitte auf den Instrumententisch oder das Symbol mit der Schere. Das ist das Instrumentenmenü. Hier finden Sie immer diejenigen Instrumente, die Sie für aktuelle Operationen benötigen. Das Instrumentenmenü lässt sich auch über die Taste F2 öffnen. Wählen Sie jetzt bitte den Rasierer, indem Sie mit der Maus auf das entsprechende Symbol klicken. Das ist das da. Wer noch nie einen Rasierer gesehen hat, sieht ihn jetzt. Wie Sie sehen, verändert sich der Cursor. Wenn Sie den Mauszeiger über den Patienten bewegen, an der Form des Cursors können Sie immer das aktuelle Instrument erkennen. Ach was. Klicken Sie jetzt mit dem Rasierer auf den Patienten.
Ja, wir rasieren jemanden während der OP. Wie schön. Bewegen Sie den... Aber vielleicht ist das ja in Realität so. Bewegen Sie den Rasierer bei gedrückter Maustaste über die Haut, bis alle Haare entfernt sind. An der Leiste rechts erkennen... Welche Leiste rechts? Ach, hier. An der Leiste rechts erkennen Sie den Fortschritt. Wenn der Balken ganz aufgefüllt ist, haben Sie den Arbeitsschritt beendet. Hui! Ach, wir haben noch nicht den Arbeitsschritt beendet. Okay. Gut gemacht. Jetzt schneller und sauberer. Tut mir leid, da war gerade ein Helikopter. Nein, Quatsch. Gut gemacht. Je schneller und sauberer Sie einen Arbeitsschritt erledigen, desto mehr Punkte erhalten Sie. Mir geht es nur um die Punkte, mir geht es um den Patienten, ja? Dafür. Ist es vielleicht bei der OP auch so? Ja, dass man da Punkte bekommt und dann eine Gage, wie viele Punkte man hat. Deswegen muss das immer schnell erledigt werden. Nein, Quatsch. Unterläuft Ihnen ein Fehler, bekommen Sie Punkte abgezogen. Oh, also auf gut Deutsch machen wir den Patienten tot, bekommen wir ein paar Punkte abgezogen. Machen wir den Patienten tot, wie man Deutsch, ne? Im nächsten Schritt müssen Sie die rasierte Stelle desinfizieren. Wählen Sie also bitte das Desinfektionsspray und klicken Sie erneut auf den Patienten. Desinfektionsspray, Patienten. Das ist dieses Teil. Gut. Ich dachte mir schon. Ich meine, ich wurde auch mal operiert und da hatte ich auch mal irgendwie so eine rote Stelle. Jetzt weiß ich, dass das Desinfektionsspray ist. Schau an. Sehr gut, das OP-Gebiet ist jetzt ausreichend desinfiziert. Im nächsten Schritt lernen Sie den Umgang mit dem chirurgischen Messer. Öffnen Sie das Instrumentenmenü, wählen Sie das Skalpell und wenden Sie es dann auf den Patienten an. Skalpell. Aha. Okay. Also war doch nicht mehr so schnell. Naja. Wie gesagt, mir ist es egal, wie schnell es ist. Wenn der Patient Blut verliert, kann es zu einem hypovolämischen Schock kommen. Sie erkennen das am Abfall des Blutdrucks. Muss das denn jetzt sein? Und Anstieg der Blutfrequenz. Du bist doch echt gemein. Werte außerhalb des Normalbereichs werden in der Anzeige gelb bis rot dargestellt. Behandeln Sie die Vitalwerte stets gut im Auge. Ach, die Vitalwerte, das sind das da. Die Vitalwerte, okay. Drücken Sie mit der linken Maustaste, um fortzufahren. Um den Flüssigkeitsverlust auszugleichen, müssen Sie die Zufuhr der Infusionslösung erhöhen. Klicken Sie dazu jetzt auf das Infusionssystem im OP-Saal oder mit der Schaltfläche mit dem Tropf-Schnelltaste F4. Narkosegerät.
F4. Aha. Mit dem Schieberegler können Sie die Infusionsmenge einstellen. Regulieren Sie diese so, dass sich Blutdruck und Puls wieder normal im normalen Bereich befinden. Schieben Sie dazu jetzt den Regler nach rechts. Werte innerhalb des Normalbereiches werden in der Anzeige grün dargestellt. Der Schockindex der Quotient aus Pulsfrequenz und systemologischen Gefäßdruck sollte den Wert 1,0 nicht überschreiten. Oh, 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 oh. Das war die falsche Richtung. Das ist aber auch die falsche Richtung. Hä? Mann, wir haben es geschafft. Gut gemacht, der Patient ist nun wieder stabilisiert. Ja, ich hatte ihn beinahe umgebracht. Oh mein Gott. Was ist denn das jetzt? Puls auf 160, das hört sich nicht gut an. Neben der Infusion müssen Sie außerdem die Narkosetiefe überwachen. Droht der Patient aufzuwachen, steigt die Herzfrequenz und der Blutdruck. Drücken Sie die linke Maustaste, um fortzufahren. Oh, das sollten wir lieber lassen, oder? Regulieren Sie den Schieberegler der Narkosetiefe, bis die Vitalwerte wieder im Normalbereich liegen. Der sogenannte bispektrale Index, BAIS, sollte bei der normalen Anästhesie zwischen 40 und 60 liegen. Oh Gott, ich bin doch kein Arzt. Ich hatte noch nicht Latein. Anästhesie, Mann. Okay. Ups, das ist wieder die falsche Richtung. Schön einschlafen, Kleiner. Halt. Okay. Gut gemacht. Sie sollten die Vitalwerte des Patienten immer im Auge behalten. Ja, okay. Befinden Sie diese zu lang außerhalb des Normalbereichs, wird die Operation abgebrochen. Sie müssen nun die Wunde vernähen. Um das Tutorial abzuschließen, wählen Sie dazu Nadelhalter. Klicken Sie auf den Patienten Nadelhalter. Oh, Fehler. Keine Punkte für. Ich kann das nehmen nicht. So, wie man gesehen hat, ich kann das nähen nicht. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben das Tutorial erfolgreich abgeschlossen und können jetzt mit der Operation, mit den Operationen beginnen. Schließen Sie das Fenster
um zurück zu zum Hauptmenü zu wechseln. So, außer diese wunderschönen lateinischen Worte wie Anästhesie und so, ging doch alles. Oder täusche ich mich da? Unsere erste Operation wird wohl ein Verkehrsunfall sein. Nach einem Verkehrsunfall wird ein Patient mit kleineren Verletzungen in die Ambulanz eingeliefert. Nähen Sie die Wunden am Arm und versorgen Sie die Schürfwunde am Bein mit einem Verband. So. Mensch. Gut, dann machen wir das mal. Aber dann in der nächsten Folge. Bis auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.